Ja, liebe Stipendiatinnen, Stipendiaten und alle anderen Gäste, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie nicht täglich Deutsche Welle schauen, deswegen stelle ich mich mal kurz nochmal vor. Ich bin hier der Studioleiter, aber vor allem bin ich ein Korrespondent, Journalist also. Vor 4 Jahren aus Washington hergekommen und Sie können sich vorstellen, wie die Themenlage damals war in den USA. Wir haben viel berichtet über Marihuana-Legalisierung, über Waffengesetzgebung, wir haben die großen Roadtrips gemacht in den Westen. Und als ich dann den Kollegen dort mitteilte, ich gehe jetzt nach Brüssel, dann war die Standardreaktion, ja, das wird aber langweilig. Da machst du doch nur Bürokratie und Technokratie. Und ich kann Ihnen so viel verraten, das war nicht der Fall. Also überhaupt nicht langweilig, großartige Themen. Und viele von den Themen, die schon am Anfang da waren, beschäftigen uns heute noch. Ganz wichtiger Hinweis, ich bin kein Mitbestimmungsexperte. Was ich aber tun kann, ist Ihnen sagen, in welchem Umfeld sich die Workers' Voice heutzutage behaupten muss, denn es gibt viele zahlreiche andere Themen. Es ist sehr schwer überhaupt für bestimmte Themen hier in Brüssel gehört zu werden, weil wir so viel, ganz kurz gesagt, am Hacken haben. Das werde ich Ihnen gleich erklären. Vielleicht noch ein Hinweis, was wir als Deutsche Welle hier machen. Deutsche Welle ist, wie Sie sicher wissen, der öffentlich-rechtliche Auslandsrundfunk der Bundesrepublik. Wir machen viel Fernsehen in 4 Sprachen, weil uns aufgefallen ist vor ein paar Dekaden, dass so viele Leute nicht Deutsch sprechen auf der Welt. Wir machen Arabisch, wir machen Spanisch, wir machen Deutsch. Aber unser Flaggschiff ist aber ein englischsprachiger Kanal. Wir machen online in 30 Sprachen. Wir machen inzwischen natürlich oder versuchen es zumindest so viel Social Media wie möglich, Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Und für das Studio, das wir hier in Brüssel haben, was das größte Auslandsstudio der Deutschen Welle ist, bedeutet das, wir liefern zu. Inhalte zu, nicht nur über Brüssel, die NATO, die Europäische Union, sondern eigentlich über ganz Westeuropa. Also wir covern auch Frankreich. Wir waren bei den Anfängen der Migrationskrise auch häufig auf dem Balkan. Und der Vorteil, das sage ich dazu, davon ist, dass wir eben nicht nur die Sachen sehen, wie sie hier entstehen im Europäischen Parlament oder in der Kommission oder im Rat, also diese Sachen, die manchmal sehr distanziert sind von der Realität vor Ort, sondern dass wir diese Sachen verbinden können mit was vor Ort passiert. Das ist der Vorteil. So, wenn ich jetzt definieren müsste, was in den vergangenen Jahren die Hauptthemen waren, die sogenannten Superthemen, die uns auch jetzt noch beschäftigen und mit Sicherheit auch noch die nächsten Jahre beschäftigen, da gibt es 2. Das eine ist Migration und das andere ist die Finanzkrise, die Folgen der Finanzkrise und der Versuch, die Eurozone zu reformieren. Ich fange mal an mit der Migrationskrise. Kleines Beispiel aus meinem Berufsalltag. Wir waren 2015 im Herbst an der serbisch-ungarischen Grenze, um was über die Migranten zu machen. Ich erinnere mich noch wie heute, da war diese Eisenbahnstrecke, die über die Grenze ging, ganz offen. Bevor ich da hinging, dachte ich, okay, die stehen dann an der Grenze, werden abgefertigt und es ist ganz schwierig reinzukommen. Aber die liefen da einfach rein und dann stand irgendwo auf der Wiese so ein Tisch. Und da waren die ungarischen Grenzbeamten, haben eine Wasserflasche gegeben und haben gesagt, da lang geht's zum Bahnhof. So, dann kam der Anruf, das war ein Sonntagabend, aus der Redaktion. Max, ihr müsst so schnell wie möglich nach Budapest. Keleti-Bahnhof, da ist die Hölle los, die Leute kommen nicht raus, ihr müsst irgendwas machen. Also sind wir da hingefahren. Ja, und wir kamen hin und da waren Tausende, ich glaube zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar schon über 10.000 Migranten, hauptsächlich aus Syrien, die auf dem Bahnhofsplatz campten, die in der Station darauf warteten, dass sie auf irgendeinen Zug springen könnten, um damit nach Österreich oder nach Deutschland weiterzufahren. Familien mit Kindern, es gab eigentlich keine Hilfe von den ungarischen Behörden, es gab kaum Hilfen von NGOs, es war sehr heiß, sehr sonnig. Das weiß ich noch. Und tagsüber Demos von den Migranten, die mit jedem Tag verzweifelter wurden. Aber abends brach dann auch immer so ein bisschen Volksfeststimmung aus, wo die Leute, und das kennen Sie noch aus der Berichterstattung, die Schilder hochhielten, Merkel ist unsere Hoffnung und so weiter und so fort. Als dann der Tag kam, wo sie weiterfahren durften, da waren wir noch dort, da war uns vielleicht noch nicht ganz so klar wie heute, was das für ein historischer Wendepunkt war für die Europäische Union, als die deutsche Bundeskanzlerin sagte, ihr dürft jetzt kommen, mehr oder weniger, ich paraphrasiere jetzt, aber klar ist auch, dass das einer der Momente war, der die Politik seither hier in Brüssel definiert hat und mit Sicherheit auch die Amtszeit der deutschen Bundeskanzlerin. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, was das alles beeinflusst hat. Es hat, ist verantwortlich für den Erfolg der Populisten in vielen Ländern, was damals passiert ist. Es ist keine abwegige These zu sagen, dass ohne die Sachen, die damals passiert sind in Ungarn, wir heute keinen Brexit hätten.
Es ist das Thema, dass Orbán in Ungarn an der Macht hält. Es ist das Thema, dass die AfD zur drittstärksten Kraft in Deutschland hat werden lassen. Und es ist ganz klar die Priorität der deutschen Regierung in der Europäischen Union, dort eine Lösung zu finden. Aber auch von anderen Ländern, was wir häufig vergessen, nämlich gerade die Länder, wo natürlich die meisten Migranten ankommen, Italien, Griechenland. Worum geht es? Es geht darum, das wissen Sie auch, ein einheitliches System für die Europäische Union zu schaffen, einheitliches Asylsystem, aber vor allem ein System, wo die Flüchtlinge dann auf die verschiedenen Länder verteilt werden können. Das ist das Thema, wo es am meisten Krach gibt zurzeit in der Europäischen Union. Zum zweiten Thema, die Reform der Eurozone, die Folgen der Finanzkrise. Noch ein Beispiel hier aus unserem Arbeitsalltag hier. 2015, es war ein anstrengendes Jahr 2015, hatten wir die Griechen. Damals dachten wir, das höchste der Gefühle wäre der Grexit. Das war noch vor Brexit, das war vor der Migrationskrise. Und wir wissen alle, das hat Wolfgang Schäuble wahrscheinlich noch ein paar Haare gekostet. Und irgendwann war klar, jetzt gibt es diesen Gipfel, ich glaube es war im Juni 2015, und da muss jetzt eine Lösung hin, sonst fliegen die Griechen einfach aus der Eurozone raus. Und das wäre etwas, was so noch nie passiert ist. Seither wissen wir, es können noch ganz andere Dinge passieren. Aber gut, dann kamen also die Staats- und Regierungschefs. Es war nicht wirklich was vorbereitet, was ungewöhnlich ist für diese Gipfeltreffen, weil normalerweise bereiten die sogenannten Sherpas die Texte vor. Und da müssen sie die Staats- und Regierungschefs nur noch durchwinken. An dem Abend haben aber die Chefs dann angefangen, selber in die Texte reinzugehen. Und Sie können fragen, wenn Sie wollen, hier in Brüssel, das ist immer eine schlechte Idee. Weil die meisten von den Staats- und Regierungschefs sind für diese technischen Details nicht sonderlich gut vorbereitet. Normalerweise geht so ein Gipfel vielleicht bis 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens. Wir haben gewartet bis 3 Uhr morgens, bis 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens. So um 8 Uhr morgens kamen dann Journalisten, die am Abend vorgegangen waren, wieder rein und sagen, was ist immer noch nicht vorbei? Dann mussten wir langsam die Leute aufwecken, die eingeschlafen waren, im Pressesaal auf den Tischen. Es wurde 9 Uhr morgens, 10 Uhr morgens, 11 Uhr morgens. Und um 11.30 Uhr, glaube ich, sind sie rausgekommen und haben gesagt, ja, sie hätten eine Lösung gefunden. Und damals wurde uns eben hier auch klar, das ist was, wo die ran müssen. Das ist ein Thema, wo das so nicht weitergeht. Wenn dann sowas nochmal passiert, dann ist es das Ende der Europäischen Union, wie wir es kennen. Und deshalb ist es auch einer der Gründe, warum jetzt der französische Präsident sagt, das ist mein Hauptthema, die Reform der Eurozone. Er ist nicht alleine, das ist auch eine Priorität für Spanien, für Griechenland. Sie sehen die südlichen Länder hier und sie fordern im Prinzip genau das Gleiche ein, was Deutschland bei der Migrationskrise einfordert, nämlich Solidarität. Die Deutschen fordern Solidarität bei der Verteilung der Flüchtlinge in der EU. Macron fordert Solidarität bei der Finanzierung von Ländern, die in Schwierigkeiten sind. Er fordert im Prinzip eine stärkere Integration der Europäischen Union, stärkere Haftung. Wir nennen das oft Vergemeinschaftung der Schulden in Deutschland. Und das, während das Migrationsthema zu einer Spaltung in der EU führt zwischen dem Westen und dem Osten, ich glaube, das kann man klar sagen, auch wenn es manchmal ein bisschen unscharf ist, führt das Thema Reform der Eurozone zu einer Spaltung der Europäischen Union zwischen dem Norden, der sagt, wir wollen jetzt nicht für die Schulden aufkommen von italienischen Banken, und dem Süden, der sagt, wegen euch sind wir überhaupt in diesem ganzen Schlamassel, weil wir haben überhaupt nicht mehr die Flexibilität, zum Beispiel durch die Abwertung unserer Währung, um da irgendwas zu tun. Auch hier ein kleine Erinnerung, wofür dieses Thema eigentlich alles verantwortlich ist. Es ist verantwortlich für Armut in Griechenland. Es war verantwortlich auch für die Tsipras-Regierung damals, auch wenn die sich stark verändert hat in ihrer Ausrichtung seither. Mitverantwortlich vor allem das Thema Finanzkrise, wenn nicht ausschließlich auch für die Situation der italienischen Banken, die wie ein Damoklesschwert über der EU hängt zurzeit. Es ist verantwortlich für ein Thema, das Sie sehr interessieren dürfte diese nächsten Tage, nämlich soziale Ungleichheit. Und natürlich gibt es eine ganz starke Korrelation, da gibt es neue Studien auch dazu, zwischen sozialer Ungleichheit und dem Erfolg von Populisten. Sie müssen nur nach Italien schauen, aber noch stärker wahrscheinlich Richtung Großbritannien. Und wenn Sie die Europäische Union verlassen wollen, schauen Sie über den großen Teich, soziale Ungleichheit, und Sie haben den amerikanischen Präsidenten, den Sie gerade haben. So, diese zwei Prioritäten. Und keine Sorge, den Brexit habe ich nicht vergessen, ist natürlich auch ein super Thema, aber kann man unterordnen unter andere. Dazu komme ich gleich. Also diese zwei Prioritäten sind in der EU im Prinzip auf Konfrontationskurs. Es gibt riesige Probleme, diese Sachen alle unter einen Hut zu bringen.
Teilweise sind sie gegensätzlich. Zum Beispiel können Sie sich vorstellen, wenn jetzt die deutsche Bundeskanzlerin zustimmt, Schulden zu vergemeinschaften, dann hat sie noch weitere Probleme mit den Populisten, die auch auf das Migrationsthema in Deutschland aufspringen. Wir haben die Machtverhältnisse in Deutschland und Frankreich. Nach wie vor der Motor der Europäischen Union. Wir haben in Frankreich Macron, der im Prinzip, wenn er möchte, durchregieren kann, weil er eine Mehrheit im Parlament hat. In Deutschland, muss ich Ihnen nicht sagen, haben wir die Situation, wo Merkel auf einen Koalitionspartner Acht geben muss oder auch Rücksicht nehmen muss, auf den, der eigentlich überhaupt keine Lust hat, in dieser Koalition zu sein, und eine Partei im Rücken, die auch nicht ganz sicher ist, ob das, was die Kanzlerin da eigentlich macht, in ihrem Interesse ist, vor allem natürlich, wenn der konservative Flügel von CDU, CSU angeht. So. Am Anfang hatten wir Merkel und Macron hier auf den Gipfeln und es sah aus, als hätten die Flitterwochen. Es wurde geherzt, es wurde geküsst und immer Scherze gemacht und so weiter. Und man sah jetzt am vergangenen Donnerstag in Berlin, sie versuchen das noch aufrechtzuerhalten. Aber wenn man sich anschaut, was sie eigentlich wollen, dann ist klar, die sind da auf zwei unterschiedlichen Planeten. Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist ein Konfrontationskurs. Und klar ist dadurch eben auch geworden. Ich sage Ihnen das jetzt aus meiner Erfahrung hier als Journalist. Wir sagen immer, okay, jetzt ist hier in dem Land eine Wahl. Nach dieser Wahl haben wir hier in der Europäischen Union endlich die Truppe, die was reißen kann. Da ist überall eine stabile Regierung, dann ist alles gut. Aber das passiert nicht. Irgendwo haben sie immer eine Baustelle. Und das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich an dem Tag, als die SPD in Deutschland dem Koalitionsvertrag oder der Koalition mit der CDU/CSU zugestimmt hat, haben die italienischen Wähler ihr Land ins nächste Chaos gestürzt. Also klar ist, wenn man in der EU was voranbringen will, dann kann man nicht darauf warten, dass überall eine stabile Regierung steht und dass die sich dann auch noch alle miteinander verstehen. So, Zusammenfassung des Konfliktpotenzials. Wir haben das Konfliktpotenzial Deutschland-Frankreich. Wir haben das Konfliktpotenzial Regierung und Bevölkerung. Selbst wenn sich Macron und Merkel jetzt auf etwas einigen würden, wie es weitergehen soll mit Europa, ist es noch lange nicht gesagt, dass die Bevölkerung dahinter steht. Wir haben das Konfliktpotenzial große Länder, kleine Länder. Ost-West habe ich schon erwähnt, Nord-Süd. Und das alles führt mich zu der Frage, die ich bei einigen von Ihnen schon auf den Lippen lesen kann. Ist die EU noch zu retten? Und wenn ja, wie? So, lassen Sie uns noch mal kurz zusammenfassen, was wir in den letzten Jahren alles positiv und negativ hatten. Positiv, die wirtschaftliche Entwicklung, sagen wir zumindest. Jugendarbeitslosigkeit hat sich ein bisschen verbessert in den südlichen Ländern. Wir haben eine größere Stabilität der Eurozone, obwohl natürlich so Dinge wie die Bankenunion noch nicht abgeschlossen sind. Wir haben bessere Zustimmungsraten für die Europäische Union, vor allem seit dem Brexit. Weil viele Leute eben gesagt haben, wir schauen uns das mal an, wie das so läuft mit den Briten und dann festgestellt haben, läuft nicht so. Wir haben auch, und das stellen wir hier in Brüssel viel fest, ein größeres Bemühen von Seiten der Staats- und Regierungschefs, die Erfolge der EU auch in den Vordergrund zu stellen. Was wir früher häufig hier hatten, war, immer wenn was gut lief in der Europäischen Union, haben die Chefs gesagt, ja, das waren wir. Das war es eigentlich, war das Deutschland oder war das Frankreich oder Ungarn oder so weiter. Und immer wenn was schlecht lief, haben sie gesagt, nee, das war Brüssel. Das hat sich nur ein bisschen geändert. Wir haben nicht mehr die Situation, wo 28 Staats- und Regierungschefs aus dem Gipfel rauskommen und man hat den Eindruck, die waren alle auf einer unterschiedlichen Veranstaltung, weil sie immer die Prioritäten für sich rauspicken und so verkaufen, sodass überhaupt gar keine europäische Öffentlichkeit zustande kommt. Das sind die Sachen, die sich aus unserer Sicht positiv entwickelt haben. Negativ, klar, muss ich Ihnen nicht sagen, rasantes Wachstum der Populisten, totale Blockade bei der Lösung der Migrationskrise, auch der Verlust des Vertrauens in die Eliten, in die Politiker, in die Wirtschaftseliten und auch in uns, in sogenannte etablierte Medien. Wir hatten Explosion von Fake News. Manche Studien sagen, dass die Brexit-Befürworter in Großbritannien 79% der Informationen, die rausgegeben haben, waren falsch. 79% Fake News. Das ist die Basis, auf der die Leute dort ihre Entscheidung getroffen haben, aus der Europäischen Union auszutreten. Wir haben gigantische Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit in Ländern wie Polen und Ungarn. Und das ist wiederum ein Teil, der Sie besonders interessieren dürfte. Wir haben die grassierende Angst, wahrscheinlich nicht nur in der EU, sondern weltweit, vor Globalisierung, vor Digitalisierung, vor Automatisierung mit krassen Folgen natürlich für den Arbeitsplatz von heute.
Auch da vielleicht ein kleines Beispiel aus unserem Arbeitsalltag. Vor eineinhalb Jahren fuhren auf einmal alle Journalisten nach Namur, ungefähr eine Stunde von hier weg. Das ist die Hauptstadt von Wallonien. Es ging um die Ratifizierung des Handelsabkommens mit Kanada. So, CETA. Und die Wallonen haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und wie Sie wissen, bei manchen Handelsabkommen müssen auch die Regionalparlamente zustimmen. So, das hat dazu geführt, dass die kanadische Handelsministerin anreiste nach Namur. Ich glaube sogar mehrfach. Und dann schließlich am Schluss unter Tränen in die Mikros sagt, ja, das klappt leider nicht mit Namur. Hat dann doch geklappt, wie wir alle wissen. Aber für uns wurde damals dann klar, das sind jetzt nicht nur irgendwelche Verrückten in Wallonien, die hier was sperren wollen, sondern wir haben es hier, selbst wenn andere Regionalparlamente und andere nationale Parlamente zugestimmt hatten, haben wir es hier mit einem Phänomen zu tun. Das ist nicht nur eine David-gegen-Goliath-Geschichte, sondern das sind ernsthafte Sorgen der Menschen. Da ist massiv was schiefgegangen, wo die Leute den Eindruck haben, dass diese Eliten, ich nenne es jetzt mal so, ich übernehme den Begriff, über die Köpfe der Arbeitnehmer, der einfachen Leute hinweg die Sachen entscheiden, die gut sind für die großen Konzerne, vielleicht auch gut sind für die Politiker, aber nicht gut sind für die traditionellen Arbeitsverhältnisse in diesen Ländern. Und diese ganzen Punkte, die ich gerade genannt habe, von Blockade bei der Lösung der Migrationskrise, über Fake News bis hin zu dem Problem, das ich gerade beschrieben habe in Wallonien, das spielt alles den Populisten in der Europäischen Union in die Hände. Und das ist wiederum, damit möchte ich den Blick nach vorne wagen, ein massives Problem für die Europawahl, die im nächsten Jahr stattfindet. Momentan haben wir, glaube ich, ungefähr 30% der Sitze im Europaparlament, die von mehr oder weniger Populisten besetzen. Rechts, links, Leute, die sehr kritisch gegenüber der Europäischen Union sind, die kein Interesse daran haben, dass das System, so wie es jetzt ist, funktioniert. So, das könnte sich ändern, wenn wir diesen Trend weitergehen. Stellen Sie sich mal vor, auf einmal haben Sie da 50% sitzen und dann wird es sehr kompliziert, irgendwelche Mehrheiten zu organisieren. Deswegen versuchen natürlich die Pro-EU-Kräfte in Brüssel, in Straßburg, in Luxemburg, hier irgendwie Lösungsansätze zu finden. Nachdem klar ist, dass diese dicken Bretter, Migration und Reform der Eurozone, extrem schwer werden zu lösen, was ist die Lösung? Sie versuchen, dünnere Bretter zu bohren, sprich in dem Kontext, in dem wir uns gerade bewegen. Hier Beispiel ist zum Beispiel die ständige strukturierte Zusammenarbeit bei der Verteidigung. Das ist etwas, was die EU-Verträge zulassen. Oder auch Investitionen, zum Beispiel im Rahmen des sogenannten Juncker-Plans, um die Jugendarbeitslosigkeit zu verringern. Interessantes Thema auch für Sie, Digitalsteuer, die angedacht ist. Da schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits werden die großen Konzerne, die ja von vielen als schlecht angesehen werden, also die Digitalkonzerne, die große Dominanz überall befinden, zur Kasse gebeten, genauso wie ein normaler Betrieb in Deutschland oder in Frankreich. Und dieses Geld könnte man dann auch verwenden, um sinnvolle Investitionen in der EU zu tätigen. Es gibt jetzt Maßnahmen gegen Fake News, zumindest der Versuch. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Es gibt den Versuch, europäische soziale Errungenschaften in den Vordergrund zu stellen, das soziale Europa, aber auch Datenschutzregeln in Europa. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber als Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress neulich ausgesagt hat, da wurde er gefragt, ob denn, was die EU gerade in Datenschutzfragen macht, ob das nicht ein gutes Vorbild wäre für die USA. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat er gesagt, ja. Also das ist unter Umständen ein Exportschlager. Es gibt den Versuch, Bürgernähe und das Vertrauen wiederherzustellen zwischen Politik und Nichtpolitik, wenn ich das so mal sagen darf. Also zum Beispiel Bürgerdialoge. Macron fängt jetzt in Frankreich an, ich glaube über 300. In Deutschland soll es, wenn ich das richtig weiß, am 7. Mai losgehen mit Bürgerdialogen. Also wo sie sagen, wir wollen die Probleme noch mal stärker identifizieren. Wir wollen den Leuten den Eindruck zumindest vermitteln, dass sie was zu sagen haben, dass sie ihr Input geben, dass dieser Abstand nicht mehr so groß ist. Also direkte Demokratie, weiteres Beispiel über die Spitzenkandidaten im EU-Parlament. Die Liste ist relativ lang. Was wir als Medien aber auch merken, und dazu kann ich natürlich erster Hand berichten, ist, dass das Vertrauen in uns tatsächlich stark geschwunden ist. Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, speziell was die Deutsche Welle angeht, natürlich zu Unrecht. Aber wir sind hier schon in so einer Art Doppelblasensystem, wenn ich so nennen darf. Einerseits sind wir in der Brussels Bubble, sage ich mal selbstkritisch. Also wir haben mit Themen zu tun, die unter Umständen Leute außerhalb Brüssels nicht so wahnsinnig interessieren.
Es kann ein Fehler sein. Also viele Sachen, die hier passieren, sollten die Leute außerhalb Brüssels interessieren. Aber wenn Sie sich zum Beispiel den Fall Martin Sellmayr nehmen, ich weiß nicht, haben Sie es gesehen? Also diese Blitzbeförderung, Doppelbeförderung und so weiter. Das ist ja ein Skandal. Da kann man natürlich drüber berichten. Warum nicht? Das ist eine gute Story. Andererseits, ist es jetzt weltbewegend? Ist es so wichtig für die Leute, dass wir da über Wochen dranbleiben müssen und darüber stark berichten müssen, wo es doch wirklich ganz andere Baustellen gibt? Meiner Ansicht nach ist das ein klassisches Beispiel für die Brussels Bubble und Doppelblasensystem, weil auf der anderen Seite leben die Leute, die an die versuchen ranzukommen, natürlich in ihrer eigenen Social Media Blase. Und da muss ich Ihnen nichts erzählen, das wissen Sie besser als ich, sorry. Ja, also dass man, manchmal hat man den Eindruck, ich poste jetzt hier einen Artikel, man kriegt ganz viele Likes auf Facebook, alle finden es toll und dann schaut man sich an, wer das eigentlich gut findet. Und das sind natürlich alles Leute, die halt so gepolt sind, dass sie das sehen und die Leute, an die man eigentlich ran will, die sehen das überhaupt nicht. Das ist auch ein massives Problem, das wir haben. Beispiel von der Demo letzte Woche in Paris. Zwischen Tränengasattacken der Polizei und dem schwarzen Block, der in der Richtung schon vorbei war und die echten Demonstranten, die kamen, um für die Rechte der Eisenbahner in Frankreich zu demonstrieren, sprach ich dann mit mehreren Leuten über Macron, weil die Forderung der Demonstranten an Macron war mehr Solidarität. So, unter anderem. Gleichzeitig war Macron bei Merkel in Berlin und forderte von Merkel mehr Solidarität. Da habe ich also gefragt, die Demonstranten, ja, das, also auf einer europäischen Ebene, was haltet ihr denn davon, dass er das macht? Und dann kam die Ansage, das macht er gar nicht. Wie, er macht es. Wir haben hier, wir wissen, nein, nein, das ist alles Quatsch. Alles Fake News. Der fordert überhaupt keine Solidarität. Er ist böse, Kapitalist, schrecklich. Also man kam an die Leute nicht mehr ran. Ich weiß nicht, wo die Infos bezogen haben. Das ist mir mehrfach passiert. Und das führte dann zu einem Phänomen, das für Außenstehende natürlich faszinierend ist. Also Macron ist in seinem Heimatland, ist er der böse Kapitalist langsam. Und sobald er die Tür im Kanzleramt betritt, ist er der böse Sozialist. So, das sind so Lösungsansätze, also jetzt das nicht, aber was ich vorher, die kurzfristig oder mittelfristig eben diese dünnen Bretter bohren könnten. Aber die Frage ist natürlich, was will die EU überhaupt langfristig? Wo möchte sie eigentlich hin? Es gibt verschiedene Ansätze, bis hin zu den Vereinigten Staaten von Europa. Aber egal, was die Forderung ist, im Prinzip ist klar, bei allen, die das ernst nehmen und die pro-Europäische Union sind, das hat alles was mit mehr Europa zu tun. Also auch Schäuble war mehr Europa, auf eine andere Art vielleicht. Aber zum Beispiel war er nicht abgeneigt im europäischen Finanzminister oder die Vervollständigung der Bankenunion. All das ist mehr Europa. Und klar ist eben auch, dass man für wesentlich mehr Europa Vertragsänderungen braucht. Und dann reden wir von einer Sache, die vielleicht inhaltlich Sinn macht, aber politisch nicht durchsetzbar ist. Und das ist eines der Hauptprobleme, das wir zurzeit sehen. Was notwendig ist, ist nicht durchsetzbar. Was dazu führt, dass wir die EU haben, die versucht mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, irgendwas auf die Reihe zu kriegen zurzeit. Und nächstes Jahr könnte deshalb entscheidend sein für die Beantwortung der Frage, ist die EU noch zu retten? Wir haben einerseits, wie schon erwähnt, die Wahl zum Europäischen Parlament, wo wir unter Umständen massiven Anstieg von Populisten haben werden. Das ist zentral für das eine Superthema, nämlich die Migration. Wir haben Wirtschaftsdaten, die sagen, unter Umständen war der Aufschwung in der Eurozone nur sehr kurzlebig. Könnte sein, dass wir auf eine neue Rezession zusteuern, vor allem wenn man schaut, was gerade in Handelsfragen passiert mit den USA. Das wäre etwas, das die Eurozone relativ unvorbereitet treffen würde, denn wie erwähnt, so Sachen wie die Bankenunion sind nicht abgeschlossen. Das System ist zwar stabiler, aber es ist nicht fertig. Und das alles haben wir gepaart mit, gut, das ist symbolisch, die Nummer ist eigentlich schon gelaufen, aber mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union am 29. März nächsten Jahres. Wenn das alles so eintrifft, und beim Brexit können wir ja inzwischen relativ sicher sagen, das wird so eintreffen, dann kann man die Frage nur beantworten mit, es wird eng, die EU noch so zu retten, wie sie gerade ist. Ich möchte dazu aber auch sagen, dass wir als Journalisten Berufspessimisten sind und ich freue mich auf die Diskussion auf dieser Grundlage über Ihr Thema Workers' Voice in diesem Zusammenhang. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Max, stay with us for a few more minutes. We have 10 minutes approximately before we split for the breakout session. And thank you for your remarks. You have proven that you are one of the most foremost EU analysts and observers, certainly when it comes to the German media world. So thank you for that. Before we break for the sessions, I do want to give you the opportunity, if you have any follow-up questions or remarks to anything that Max has just put forth, this now would be the time. The microphone is coming to you. Go ahead, please. Introduce yourself quickly. Yeah. Can I switch back to German? I'm sure you can. Okay. I know that we have translation provided, so please okay, go ahead. It makes me maybe a bit easier to go into your discussion before. My name is Daniel Balut. I'm a fellow of the Hans-Böckler Foundation. Now I'm in English again. meine Frage zielt auf Ihre Problem- bzw. Situationsanalyse, die mir einfach nicht zu weit greift. Also Sie haben angesprochen Konfliktlinien Deutschland-Frankreich, Regierung-Bevölkerung, was haben wir noch? Norden, Süden. Aber für mich fehlt Besitzende, Besitzlose. Und dann kommt die Marxistin in mir durch und vielleicht auch die radikalere Gewerkschaftlerin, weil ich in all den Punkten noch immer wieder den gleichen Konflikt sehe, dass wir, und das haben Rechte ausgenutzt, das nutzen Populistinnen aus, dass man anfängt zu sagen, wir haben auf der einen Seite den Flüchtling, oder, der uns alles nimmt, und auf der anderen Seite haben wir die soziale Ungleichheit. Und wenn ich jetzt aus meiner Lebenswelt erzählen kann, ich bin von der Kampagne, die heißt Kleiner 5, und ich war im Sommer sehr viel auf den Straßen Deutschland und habe campaigned gegen Populistinnen. Und wenn mir jemand kommt und sagt, die soziale Ungleichheit in Deutschland, ich verdiene nicht so viel, der Deutschstaat hat nicht auf mich geachtet und die Europäische Union auch nicht. Und dann kommt jemand und nimmt mir alles. Ich kann das punktuell nachvollziehen, obwohl er nimmt dir nichts, es wird dir nur so dargestellt, weil die Rechten es geschafft haben, den Diskurs so darzustellen, dass es diese Kämpfe gibt. Und ich glaube, was zentral ist für, und wenn wir gerade bei Workers' Voice sprechen, ist zu sagen, es ist eigentlich ein Kampf zwischen, der Kampf wird gerade geführt zwischen Besitzlosen und zu sagen, wir spielen den ärmeren Menschen gegen einen geflüchteten Menschen aus, aber eigentlich ist der eigentliche Kampf ein gemeinsamer. Und da greift das Prinzip der Solidarität und da muss Mitbestimmung greifen. Und das ist meine europäische Vision, so zu sagen, da greifen wir und das ist mein Worker Voice. Wir müssen schaffen, dass sowohl ArbeiterInnen ein Mitspracherecht kriegen in der Europäischen Union und Flüchtlinge und andere Menschen, die benachteiligt werden, weil es ein gemeinsamer Kampf ist, den wir stellen müssen. Und das kam mir gerade die ganze Zeit zu kurz und das hat mir gefehlt, weil ich glaube, es ist gerade eine Krise, die wir haben in Europa und die muss radikal auch beantwortet werden. Und wenn wir von Radikalität sprechen, heißt es für mich an der Wurzel packend und das hat mir noch gefehlt bei der Problemanalyse. Haben so, Sie den Punkt musste ich noch setzen. Okay. Also mich persönlich würde mal interessieren, was Sie da für Lösungsansätze sehen, speziell mit der Workers' Voice. Weil was Sie natürlich ansprechen, ist, im Übrigen gibt es da auch relativ viele Studien und Umfragen zu, also diese Sache Mittellose und Ausspielen gegen Migranten, die gibt es zweifellos, aber es gibt auch sehr viele sehr wohlhabende Schichten, die zum Beispiel für die AfD stimmen und so weiter. Und da geht es dann nicht mehr um mittellos und nicht mittellos, sondern da reden wir dann von kulturellen Fragen. Ne? Also mich würde mal interessieren, wie Sie an solche Leute rankommen wollen. You're lacking the microphone right now, don't you? Coming. Okay, I'll give you the opportunity to respond quickly. We have another. Yeah. Go ahead, please. Da sehe ich einfach die Verantwortung in den Gewerkschaften, dass wir es einmal schaffen, Leute zu organisieren, aber auf der anderen Seite, dass Gewerkschaften auch sich als Sozialunion verstehen und sagen, wir erzählen eine Geschichte. Und das sehe ich im Pflegestreik ganz stark. Zu sagen, wir organisieren nicht nur die Pflegekräfte, sondern ich organisiere auch den Facharzt und mache ihn deutlich. Und es geht um Solidarität, es geht um politische Bildung, es geht darum zu verdeutlichen. Und ich verstehe den Konflikt, ich meine, ich bin dem auch begegnet. Mir fehlt gerade noch eine linke Storytelling und an die appelliere ich gerade. Also, dass man sagt, okay, man campaignt und man macht eine Geschichte auf und da sehe ich die Gewerkschaften in Verantwortung und das ist für mich Workers' Voice, ist gewerkschaftliche Arbeit. Ich würde absolut mit Ihnen zustimmen, dass das linke Storytelling, wenn man sich den Wahlkampf zum Beispiel der SPD angeschaut hat, aber auch in anderen europäischen Ländern echt zu wünschen übrig lässt, was uns immer erstaunt. Also ich bin hier nicht als Politiker oder irgendeine politische Richtung, ne? Das muss ich sagen. Aber schauen Sie sich doch mal die Themen an, die wir gerade besprochen haben. Ne? Wenn selbst Bill Gates eine Robotersteuer fordert, warum greift das dann niemand wirklich auf in einem Land wie Deutschland? Gerade das doch meiner Ansicht nach zumindest teilweise die Sorgen bestimmter Menschen zentral anspricht, nämlich was wird aus meinem Job, wenn der Roboter es viel billiger und besser machen kann? Na, durch die Digitalisierung explodiert das und Sie kennen die Studien wahrscheinlich besser als ich, dass so und so viele Millionen Jobs in den nächsten Jahren verloren gehen werden in der Europäischen Union aufgrund dieser Sache.
Aber das Storytelling der Politik und auch im Europäischen Parlament, der Parteien, die eigentlich da bei diesem Thema zu Hause sein müssten, ist schlecht. But I think even throughout this brief exchange, you could tell the passion. You might have heard the future Labour and Social Minister of Germany here in the first row. But the gentleman in the back, please go ahead. Hello, my name is Professor Linson. I'm a neuroscientist, in fact, interested in the education tomorrow and the governance tomorrow. Can the EU be saved? It's a reaction and so also possibly a suggestion. Well, to my mind, the EU as structured today is not sustainable. In 2008, the EU was becoming trapped in a circle of not being trusted and therefore unable to make its case. In 2018, the EU is trapped in a circle of not being trusted and therefore unable to make its case. And I've told the European Commission, Parliament and Council that there is something that they have still not understood. And that is, they could launch the most appealing projects, the most wonderful campaigns. There's a great deal of propaganda now. If all these wonderful projects come from institutions that citizens don't believe in anymore, they shall fail. So to my mind, I think the time is ripe to prepare the mindsets of citizens worldwide for a transition to new global governance, inviting coordinated, collective citizen-institution collaboration on an equal footing. We are faced with a global network of interconnected global challenges that can only be appropriately managed by first setting up a new global governance infrastructure. This is becoming increasingly recognized and mainstream. What do you think? Well, it sounds good, but the problem is how you set it up, because of course you know that the different businesses, especially the big players and all that, are much faster, much more agile than the governments of the European Union, and not only those governments, by the way, but we just chose to have this 28-country thing that's very hard to maneuver. So is that something you want to set up with unanimity? Is that something you want to set up with a qualified majority? How do you want to do it? I haven't heard any convincing answers. I'm certainly not the one who's going to find it. Right. So, see, I'm not the one who can give you that answer, but I can tell you the difficulties of it. Sometimes it's a drag. I always have to point out the difficulties. Anyway, you know what I mean. The symbol of this right now is what we have with Facebook, with Apple, with Google and all that. They're much faster. They're international. It's extremely hard to track their activity. They do exactly what they need to do to pay the least amount of taxes, to have the least amount of regulation. And then you have this, it seems ancient, right? The ancient construction of the European Union that is not even on the same page for all that within its own countries, trying to fight that. Then you have the optimists on one side who said, it's always the way it's been. We take our time, but in the end, we come up with a compromise that works. And it is true for many things that this is the case. And on the other hand, you have those who say, this is way over the European Union's head. First of all, they can't deal with it because it's too fast. The example is, and you have that in the European Union too, during the hearing of Mark Zuckerberg, did you hear the questions? You know, so if it doesn't cost people any money to be on Facebook, how do you make your money? Stuff like that. Just showed you that people had no clue what was going on. And we have that in the European Union as well. But on top of that, we have the added difficulty that if you look at the top 10 digital companies worldwide, how many companies do you have from the European Union? One? Two? What do you think? Zero. I'm looking at the audience. We have perhaps time for one final remark, final question. All the way in the back, the gentleman, microphone is coming to you. Józef Niżnik, Polish Academy of Sciences. I think we have a very difficult situation. I mean, we heard minutes ago. But it's more complicated because on the one hand side, especially after the decision about the Brexit, there was in all surveys the rise in support for European integration and for European Union. At the same time, we all observe the rise of populist parties and a variety of Euroscepticism.
So there is something that needs explanation. One of explanation is something which I would call naturalization of European integration. Is new generations of Europeans are unaware that everything what they enjoy is the effect of European integration. So they just take it for granted, and they do not realize that weakening integration, weakening European Union is losing something what they are attached to. So why is so? I think we all, I mean European Union, simply neglected very important thing, education. I don't know how it is in other countries, but in the Polish higher, higher school, secondary schools, over 4 years of education, there are 2 hours over 4 years devoted to the problems of European integration. I wonder how much time is devoted to European integration in German, French, and other Belgian schools. Simply, of course, we all know that education is within competences of the member states. But nevertheless, European Union should have a power to demand that European integration is taught at school, since the first year in its school. Right, thank you. I think the point is very well taken. Max, before I give you the opportunity, I mean, you said that the younger generation is perhaps lacking the appreciation for what took generations to build in order for this union to flourish. We have the young generation here in the audience. Who has taken the EU for granted? Let me see. Who of you has taken the European Union for granted? One person, two, three, four. Be courageous, be bold. Not so young anymore, but that's all right. I'll count it. That's young in spirit. That's what counts. Max, the point that the gentleman was raising, what do you say? Well, again, I'm not familiar with all the educational systems in the European Union, and it's been a while since I went to school. But I can tell you this, in Germany, for example, education is a matter not of the state, the nation, but of the different Bundesländer. That just shows you how much different systems you're trying to harmonize there. But I think we got, and I'm happy to be able to say something positive. Yeah, let's end on a positive note. Yeah, it's something positive. I hinted at it earlier. I think the appreciation for the European Union as a whole is rising, has risen, and that the populists also, who some populist parties at least, that formerly were very openly against the European Union as a whole and for giving up the euro as a currency, have changed their strategy in many countries. They are no longer demanding that. One example for that is Marine Le Pen in France. When she saw that she was losing, and when they started researching why she was losing last year during the French election, what most people disliked, who were actually quite fond of her, was that she wanted to give up the euro. So that tells you something, that people, there is a majority in the European Union to keep the euro. Same example with Cinque Stelle in Italy. They no longer want to give up the euro. They might even be in the government now. And that'll be interesting. I mean, it might be terrible, okay? I give it to you. But it'll be interesting from our point of view to see what they really do then. Because these parties, when they tend to get into power, that's when they really have to drop the pants. And then you see, they're not that far anymore of what the rest of the European Union wants. And that's one of the advantages of the European Union. You could say it's one of the disadvantages too. But even if you have some extreme party coming into power, you can count on the other member states to try to bring them back in line. I don't know what that says about democracy, but it says something about continuity.